Ja, servus. Mein Name ist Matthias Keller. Bin mittlerweile 38 Jahre alt. Könnte fast ja sagen, Europa im Team. Komme aus Worndorf, das ist in der Nähe von Tüttlingen im Süden der Republik. Und bin seit vergangenem Jahr Mitglied im Partner Team Germany. Zum Paras Nova Team eine ganz interessante Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Im Gegensatz zu meinen Teamkollegen hatte ich eine sehr andere Story. Und zwar mein Orthopädie-Techniker hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, hey, er hat da einen Artikel gelesen in einer Fachzeitschrift, dass es jetzt ein deutsches Snowboard-Para-Team gibt. Und das doch prinzipiell interessant für mich wäre, da ich sehr gerne Snowboard mache. Und dann habe ich aber zunächst gedacht, naja, vielleicht bin ich ein Tacken zu alt dafür. Hatte dann das wieder verworfen und beiseite gelegt. An einem schlechten Tag habe ich das dann nochmal aufgegriffen und dachte, okay, schreiben, bewerben, kostet ja nichts. Habe ich dann beworben, wurde vom Coach dann entsprechend angerufen und für den Sichtungslehrgang eingeladen, an dem ich dann auch teilgenommen habe. Und offensichtlich habe ich so gut performt, dass ich nun heute offizielles Mitglied im Team bin. Meine Amputation ist in Folge vom Motorradunfall gewesen. Den hatte ich 2013 im Juli im Elztal. Bin dann in Murnau schlussendlich versorgt worden, beziehungsweise amputiert worden. Und bin da dann auch auf die Intensivstation zu mir gekommen und stand dann zunächst mal vor vollendeten Tatsachen. Heißt, das linken Bein unterhalb vom Knie nur noch ein Stück Fuß übrig war. Der Rest war weg. War natürlich zunächst mal ein Riesenschock. Komplett neue Ausgangssituation für mich selbst. Wir konnten mir in dem Moment, als ich da dann im Bett lag, im Bett auf der Intensivstation, angeschlossen an 1000 Leitungen, nicht wirklich vorstellen, wie jetzt das Leben weitergehen kann oder ob ich mein altes Leben wieder leben kann, ob ich das zurückbekomme, wie sich das alles entwickeln wird. Ich habe dann versucht, zunächst mir kleine Ziele zu setzen, Etappenziele zu setzen, habe unheimliche Rückendeckung und Support aus meinem Umfeld bekommen, Familie, Freundinnen, Arbeitskollegen, das komplette Umfeld bis hin zu Kunden, sensationell, also da vielen Dank an alle. Aber am Ende des Tages ist mir dann doch mit den engsten Vertrauten, mit denen man den Weg geht. Mir hat es eigentlich unheimlich geholfen, dass ich mich dann informieren konnte, wie andere solche Schicksale gemeistert haben. Und habe dann relativ schnell auch Mut gefasst und gesehen, dass das eine Veränderung bedeutet, klar, aber nicht das Ende des Lebens. Und die Erkenntnis hat mir dann eigentlich schon maßgeblich geholfen, um mich dann wieder zurückzukämpfen. Bei mir war es so ein stumpf bisschen schwierig aufgrund des Unfalls, hat sich relativ lange hingezogen über mehrere OPs, bis der Stumpf so war, dass ich den nächsten Schritt gehen konnte, sprich mich dann in Richtung Erstversorgung orientieren konnte. Und interessanterweise war damals im Krankenhaus die erste wirkliche Recherche, kann man denn als amputierter Snowboarden? Klingt absurd, ja, wenn man so einen Unfall hat, aber es war tatsächlich mit das Erste, das mich brennend interessiert hat. Und wieder eine interessante Anekdote zum Parasnowboard war dann, dass ich über Social Media dann diverse Athleten kontaktiert hatte, die heute auch noch aktiv sind und die mir dann Tipps gaben, bestätigt haben, dass es geht und dass das mehr oder weniger eigentlich ohne Probleme geht.
wenn man dann den Kniff raus hat. Und ich hatte dann im Juli, also im Krankenhaus, für mich das Ziel gesetzt, dass ich den darauffolgenden Winter wieder snowboarden möchte. Die Ärzte sowie dann später auch die Techniker haben mir das nicht wirklich als realisierbares Ziel dargelegt. Aber für mich selbst hatte ich das Ziel und ich hatte das Ziel so stark im Fokus, dass es mir dann auch gelungen ist und dass ich unterm Strich dann 133 Tage nach der Amputation wieder auf dem Brett stand. Das war ein mega Gefühl, einfach dann all meinen Freunden gemeinsam da runter zu cruisen. Es war sicherlich nicht schön anzuschauen, aber es war gigantisch. Also, wenn man will, geht viel. Das Zeitmanagement ist in der Tat nicht ganz einfach, aufgrund dessen, dass ich beruflich ziemlich stark eingespannt bin oder einen arbeitsintensiven Beruf habe, zeitintensiven Beruf habe. Bedeutet, dass unter der Woche kaum Zeit übrig bleibt, mich da in irgendeiner Form Richtung Snowboarden orientieren zu können. Somit beschränkt sich das Ganze im Wesentlichen aufs Wochenende. Und man versucht dann schlussendlich unter der Woche sich fit zu halten mit Alternativsportarten, Ausdauer, Kraft, whatever. Und wie gesagt, dann eben am Wochenende so viel Zeit wie möglich am Berg und am Brett zu verbringen, um dann einfach seine Skills zu verbessern. Aber es ist natürlich anspruchsvoll aufgrund dessen, weil wir halt, also sowohl ich als auch die Teamkollegen alle berufstätig sind und wir da natürlich vor Problemen stehen. Was mich am Bordercross fasziniert, prinzipiell ist es so, dass ich eigentlich Snowboarden als solches einfach liebe, ja, und das von ganzem Herzen betreibe, voller Leidenschaft. Das Parasnowboard-Team eröffnet natürlich Möglichkeiten, die bis dato nicht da gewesen sind. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass jetzt weder Bandsladern noch Snowboardcross in meinem vorherigen Leben im Fokus standen. Ich war eher als Freerider bezeichnen. Das heißt, irgendwo abseits des Lobs und dem Getümmel in der Natur aufsteigen und Powder genießen. Daher ist das Parasnowboarding einen ganz anderen Aspekt der Sportart selbst. Wie ich aber jetzt festgestellt habe, ein ganz interessanter Aspekt. Wesentlich techniklastiger. Fokussierter in Bezug auf das Ziel, Zeiten, Bestzeiten zu erreichen oder so schnell wie möglich zu fahren und nicht auf Genuss zu fahren. Also einen ganz anderen Aspekt. Der motiviert mich, macht Spaß, sau cooles Team, passt wunderbar von den Leuten her. Auch der gesamte Parasnowboard-Zirkus ist eine unheimlich interessante Kombination von unterschiedlichen Charakteren. Und das Ganze macht einfach nur Spaß. Und von dem her genieße ich jede Möglichkeit, die sich bietet, um hier einfach weitere Erfahrungen zu sammeln, um besser zu werden. Dann schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Vor ein paar Jahren habe ich gehört, gibt es irgendwelche Winterspiele in Peking. Wir werden sehen.